Herzlich willkommen bei Mini Paradise zu einem neuen Video. Heute spielen wir AOS, zweite Runde, Paddy gegen mich. Wir haben Urlaub, deswegen können wir ein bisschen mehr drehen. Heute spielen wir so ein bisschen ein klassisches Spiel, Beast Claw Raiders. Die sind sonst immer in meinem Schrank verstaubt worden, jetzt spiele ich sie heute mal wieder, seit sehr, sehr lange mal wieder. Richtig, und ich habe heute mal Grand Alliance Order, klassische Hochelfenarmee, leider noch auf Viereck-Basis. Aber ich bin gespannt, wie die sind, weil schöne Modelle sind es, sieht man ja gleich. Ja, schauen wir mal. Hoffentlich eine spannende Schlacht. Ja, wird ein pures Gemetzel und wir spielen Blutiger Ruhm. Und dann kommen wir zur Armeeaufstellung. Viel Spaß. Ja, kommen wir zur Armeeaufstellung. Es ist zwar ein bisschen Sonnenschein, man muss ja sagen, in Deutschland scheint mal die Sonne. Deswegen sind die Lichtverhältnisse ein bisschen anders heute. Dafür kann ich mich jetzt schon mal entschuldigen. So, Paddy, was hast du denn bei 2.500 Beast Claw Raiders dabei? 3x2 Mondfang-Pack mit Zweihänder. Jo. Thundertusk mit Huskatsch. Mit Geier, Huskard mit Geier, ein normales Thundertusk, ein Frostlord, ein Butcher zur Alliierte, zwei Frostsäbler und nochmal als Alliierte drei Dreier-Trupp-Oger mit Standarte, Brüller, was man alles dazu haben muss. Mm. 2460 Punkte Grand Alliance Order, hauptsächlich Hochelfen. Da haben wir hier einmal einen Drax hier. 20 Phönix-Gardisten, als Alliierte ein Kamin-Dragon, 10 Speerträger, den Loremaster, eine Speerschleuder, den erneutet auf Frostphönix, 5 Reavers, 10 Speerträger, 20 weiße Löwen, ich wollte eigentlich 30 spielen, weil die letzten kosten 60 Punkte, habe ich aber nicht, somit habe ich Pech gehabt, und den Dragonlord als General. 2460 Punkte. Grand Alliance Order. So, auf die linke Flanke hat sich der Frostphönix, die 10 Spearmen und die 20 Phönix-Sadisten und den Drax hier positioniert. In der Mitte der Common Dragon und rechte Flanke die Reavers, die Schleuder, 10 Spearmen, 20 White Lions und der Dragonlord und der Loremaster. Die Mondfang rechts, da sind die drei Thanatas und der Frostlord und die beiden Ogre und das Mondfang-Pack. Die Frostleber stehen da im Gebäude. Und dahinter der Butcher und da haben wir zwei Mondfang-Packs und drei Ober. Roloff, ich krieg plus 1. Ich habe eine 4. Der hat eine 1 und kann ruhig beginnen, meine Schleuder kaputt zu machen. Fangen wir an mit Treuefähigkeit, was die Tabelle mir sagt. Eine 6. Toma Schneesturm, nee, das will ich rerollen, weil ich habe das Generalseigenschaft einmal den Würfel wiederholen. 3. Das heißt, alle Beast Claw Raiders bewegen sich 3 Zoll. Mhm. Dann mache ich ein mystisches Schild mit dem Butcher auf den Frostlord. Eine 8. Jo. Ich glaube, super. Kannst du mal messen vom Loremaster? Aber ich glaube, es ist nicht in Reichweite. Nee. Und vom Frostphönix? Ich weiß gar nicht, ob der banden kann. Nur da. Ja, der wäre. Ja, muss ich mal gucken, ob der überhaupt banden kann. Ich glaube nicht. Mystic Shield geht durch. Ist nichts in Reichweite zum Bannen. Paddy, was möchtest du noch machen in der Heldenphase? Dann will ich mit dem einen Huskard Kraft des Winters machen. Kriege ich, weil ich. Normal ist das auf die 4, aber wenn ich, weil ich noch zwei andere Sandertas da habe, geht das auf die 2. Das heißt, ich kann mir. Ich will da Verwundungswürfe wiederholen. Jo, alle? Ja. Gut. Und der andere Huskard macht das auch. Ja, und er nimmt innerhalb von 18 Zoll, er nimmt das Mondfang-Pack hier vorne. Jo, das andere Mondfang-Pack. Alles klar, dann kommen wir zur Bewegungsphase und wir stellen mal die Modelle. Tut uns leid, die Speicherkarte war leider voll. Benny hat mit den Blutgeiern 4 und 6 gewürfelt, somit ist die Schleuder tot. Und jetzt kommen wir, das eine Thunder-Pass, auf welche schießt denn das? Auf die. Okay, 2 plus. Nee. Eins, nein! War klar wie Klosbrühe. Und das andere, 2 plus. Ja. Jo, 6 tödliche. Somit gehen 3 weg. Zack. Gut, da komme ich noch zum Charge. Hast du noch einen Fernkampf? Nee, ne? Ich komme nicht dran. Okay, Charge. Mit 12.
Commander mehr. Ach so. Weniger. Ach, weniger, okay. Machen. Reroll haben wir nicht. Reicht nicht. 5, nein. Und der Frostlord? Hey, das war der Frostlord. Ach so. Und, okay, die anderen? Das brauche ich eine 12. Nee. Nee. Das sind die GW-Würfel, deshalb nehme ich die nicht. Die sind sehr schlecht. Das stimmt. Hey, mach die Marke GW nicht kaputt. Wir brauchen die noch. Und war's das in deiner Runde, ne? Das war's. Richtig, dann kommen wir zu Grand Alliance oder zu Kreis. Ja, man muss einen Battleshop machen. Ja, ich mache einen Battleshop. Wenn du das unbedingt heiß drauf bist, dass die noch weg abhauen. Eine 6, ich glaube, die fliehen auch noch. Ich muss mal kurz das nachgucken. Die Reavers haben eine 6, somit gehen die. Ganz toll. Heldenphase, Hand des Ruhms, Zauberwert 5. Ich muss es mal schaffen, bevor du... Nein, klappt natürlich nicht. Super. Nicht mal ein Zauberwert von 5 kriegt er her. Das geht da, es wird, nee, es macht da weiter, wo es letztes Mal aufgehört hat. Der macht seine Command Ability an. Somit habe ich keinen Command Point, dass er Fail Hit Rolls wiederholen kann. Macht er auf sich selber. Und der Drakes hier macht ein Mystic Schild auf den Kamin Dragon. Habe ich eine 7? Das will ich bannen. Jo. Nee, reicht ey, nicht. Da kommt nix über eine 5, ey. Und der Kamin Dragon hat ein Mystic Schild. So, volle Attacke von den Grand Alliance Order. Ab nach vorne. Vollgas. Kommen wir zur Fernkampfphase. Der Drakes hier schießt ein Drachenfeuer auf die Ogre. Mal gucken, was passiert. Eine töte ich nur. Das darf jetzt nicht nochmal passieren bei dem anderen. Okay. Dann der Kamindrachen auf die 5 plus. Nö. Und der Dragonlord auf den Thundertask, der dahinter steht. Oder nee, machen wir auf Frostlord. Der kann ja mal ein paar töten. Nee, auf den dahinter. Das sind D6 tödliche. Eine, stark. Das hat es ja gelohnt, die Drachenfeuer. Ach du Schande. Gegenwehr von mir, oder was? Ja, das ist richtig gut. Eine tödliche, wow. Und dann kommen wir schon zum Charge. Der Kamindrache charged. Bestens bleibt alles stehen jetzt. Mit einer 7 wird vielleicht an die Mondfang kommen, aber ich glaube an das Dicke wird es nicht kommen, das war eine 10 und 11. Ich guck mal, wo es hingeht. Der Dragonlord charged. Mit einer 11 ist er dran. Den stelle ich mal kurz. Das auch noch. Nee, der ist auch gerannt. Die weißen Würfel probieren den Charge. Mit einer 7. Paddy ist dran. Ja. Dann stelle ich mal die weißen Löwen. Der Dragonlord greift als erstes auf den Frostlord an. Gigantenduell gleich in der ersten Runde. Und zwar 5 Attacken auf die 3. Alle wiederholen wegen der Command Ability. Und auf die 3. Siehst du, 2 Stück nur bitte. Wenn minus 1. Kannst du hier würfeln? Du greifst mit dem als erstes. Ja, mit dem. Wenn minus 1, also 4er, 1er Reroll. Safe. Ja, siehst du, dann geht's schon los. Dann 6 Attacken. 4 plus. Reroll. Nö. Und 3 plus. Das sind 4 Stück mit Rent minus 1. 4er, 1er Reroll. 2 Schaden. Also 1 Schaden, also 1 Schaden. Und 3 Attacken. Jetzt kommen die wichtigen. 4 plus, 4 plus, jo, 2 plus, 3 Stück mit Rent minus 2. 5er, 1er Reroll. 2 Stück, 2d6. Das sind 10. 5. Und dann ist er dran. Oder jemand anders. So, wenn ich ihn hier hin peile, dann kommst du ja mit dem eigentlich nicht mehr da dran. Jo. Weil da kein Platz ist. Ja. Oder hat er 2 Zoll Waffen? Du musst nur näher dran wieder. Ja, es geht, aber, es geht gerade nicht. Der wird aber auch da gezählt dann. Ja. Okay. Mhm. Ich glaube, der hat sogar 3 Zoll. Somit ist der eh dran, egal wie du peilst. Alle Waffen 3 Zoll? Die eine 2 und die andere 3. Ja, mit 2 Zoll kommst du nicht dran. Das schauen wir mal.
Ja, der wäre eigentlich hier hinten weiter. Der Frostlord haut zurück auf den Kamindrachen, damit er geschwächt wird. Auf die 3. Auf die 3, alles reroll. 2 Stück, Rand minus 1. 4er. Eines durch. 3 Schaden. 5er. 2 Schaden, der hat einen 5er Retter, ja. 2 Schaden sind durch. Hat er das auch? Nö. Auf die? 3. Und nochmal auf die 3. Alles reroll. 3 Stück. Rand? Nein. Dann 3, 1er reroll. Sind 2 safe. 1 Schaden. 5er? Nö. Sind 3 Schaden? 1 Schaden. Ja, sind 3 insgesamt bis jetzt. Weil er geschwächt ist. Auf die 4, also nur 4 Würfel. Auf die 4. Einer. 3, ja. Rand? 2. 5er? Ist durch, Schaden? 3. Und 3 mal auf die 5. Sind 3 safe. Das ist geil. Gut. Die 6 Attacken. 6. Stark. Auf die 3. Alle? Außer einer. Und auf die, wenn er geschwächt ist, immer noch auf die 3 als Reroll. 4 Stück, Rand minus 1. Dann haben wir ein 4er, 1er Reroll. Das ist alles weg. Und safe. Ich gucke aber nochmal nach, ob der 5er Retter auf alles hat. Ja, wir haben kurz nochmal nachgeguckt. Der Kamindrachen hat nur auf Mortal Wounds den Retter. Somit sind 7 Schaden durch und hat er 7 gefressen. Und wir greifen auf das Moonfang Pack zurück an. Ich habe mich umentschieden. Ich haue auf den Frostlord mit dem Kamin Dragon. Macht das Sinn? Wenn ich nicht den Turn kriege, ist die Moonfang. Komm, ich hau drauf. No risk, no fun. 6 Attacken. Ist ein schlechter geworden. Jo, statt 18, 6. 4 plus. 4 Stück. Und 3 plus. Das sind 2 Stück. Rand minus 2. Jo. 5er, 1er Reroll. Einer geht euch. 2 Schaden dann also. Macht der 4 Schaden oder macht der 2 Schaden, weil 2 ist die Hälfte? Ne, einen die Hälfte, also einen nur. Und 3 Attacken, 3 plus. 2 plus. 2 Stück mit Rand minus 2. 5er, 1er Reroll. Beide durch. Snake 1, 2 Schaden. Also. Ein, ja. Mein Gott, 2 der 6. Das war schlecht. Ja, das war sehr schlecht. Du bist dran. Ich nehme hier die Mondfang. Jo. Oh mein Gott. Das war echt schlecht. Hat der Champion Anführer eine mehr? Nee. Die sind auch so schlecht, wenn du nicht richtig gut würfelst. Auf die 4. Auf die 3. 2 Stück. Rand minus 1. Beide durch. Oh, da hast du schon wieder 2 angewürfelt. Also 6 sind das schon mal. Und die Schweine auf die 4. Auf die 3. Mal wieder alle. 5. 5 Stück. Rand minus 1. 5er. Keine. Hier Nummer 5. Die lohnen sich ja. Ja, das war jetzt auch gut gewürfelt. Da habe ich ja nur noch die und ich peile mal nach. So, das sind 19 Attacken, 3 plus. Jo. Das war gut. Und 3 plus. Gut. 3, 6, 12 Stück. Rand minus 1. Ich mach 2 mal 6. Rand minus 1. Dann habe ich nur noch einen 5er. Das sind alle eine. 5, also 5. Ja. Merken wir uns. 10 dann. 5 und 4. 11, 9, Entschuldigung. Ja. Ist einer tot. Und einer hat noch 3 Leben. Jo, und dann bist du dran. Hau den Kamin Dragon weg. Ich versuche es, aber ich glaube nicht, dass es klappt.
Außer die Würfel sind so wie eben. Hey, werfen mal drüben, weil da ist Sonne. Oh. Da drüben, da ist Sonne. Die Mornfang greift an auf die 4. Einer. Jo. Ja, Red minus 1. Vierer, 1er Reroll. Ist safe. Nice. Und die Schweine. Wäre geil gewesen, wenn auch mal 3 Schaden runtergegangen wären. Ja, das stimmt. Jetzt siehst du mal nicht so gut gewürfelt. Da lachte. Ja, das kann dir nicht so weit. 2 Stück, Red minus 1. 4, 1er Reroll. Beide durch. Dann. 9. 2 Schaden, ja. So, jetzt kommt die entscheidende Wurf. Ich mach erstmal hier, muss man Bavery machen. Ich auch. Wenn du 6 würfle, fliegt einer. Nein. Nee. Ich glaube, ich nehme den Würfel zu Inni, Bro. Ja, es war eine 1. Sehr gut. Ich habe 11 verloren. Und die weißen Löwen haben eine 8. Somit. 3 fliehen jetzt schon mal. Fliehen alles? Nee, 3 jetzt und Nummer 6 sind 9. 9 würden fliehen? Ja. Okay. Also würden alle fliehen. Jetzt darf ich 9 würfeln. Ich weiß nicht, was du hast. Auf die 4 plus, der erste, würde er nicht fliehen. Nö, der zweite. Der bleibt stehen, der dritte, der geht auch weg, der vierte haut ab, der fünfte, der bleibt stehen, der sechste haut ab, der siebte bleibt stehen, der achte bleibt stehen und der neunte bleibt auch stehen. Also bleiben 5 stehen und 4 fliehen. Nicht schlecht. Inniwurf, Runde 2, entscheidender Wurf. Ich krieg ein plus, ich krieg, wenn es leichter, dann habe ich. Jo, ich habe eine 4. Bin nein! Ich eine 1 und ich muss den Doppelturn leider nehmen, um überhaupt noch im Spiel zu bleiben. Ach Mann. Runde 2, Grand Alliance Order Heldenphase. Der Drakes hier macht einen Flames of Phoenix. Zauberwert von 7. Nö. Doppel 1, natürlich klappt das nicht. Du hast die besten Zauberwürfel. Hand des Ruhms vom Lore Master auf die 5. Ich habe eine 9 per Leben. Was macht das? Da kann ich eine Einheit wählen, die macht Fail Hit und Wound Wounds. Dürfen die wiederholen. Aber eine neue. Was kannst du, wie Zauber hast du noch? Das war's, ich habe nur noch den einen. Dann versuche ich den zu bannen. 9, nein. Dann mache ich das auf den Kamin Dragon. Ja. Er macht seinen Command Point ein, dass er Hit Rolls wiederholen kann. Und was habe ich noch in der Heldenphase? Das war's. Kommen wir zur Bewegung und ich stelle meine restlichen Modelle, die nicht im Kampf sind, noch nach vorne. Vollgas. Ich habe mich bewegt, Vollgas weiter nach vorne. Die haben sich einfach positioniert zum Chargen. Der Phoenix will jetzt gleich chargen. Und die Spearmen sind auch nach vorne gelaufen. Drachenfeuer, der Kamindragon auf die 5 plus. Ja, D6 tödliche auf das Vieh dahinter. 5 tödliche. Der Dragonlord macht ein Drachenfeuer. Genauso wieder auf das Fanatas. D3 tödliche. 3. Und er macht ein Drachenfeuer auf. Wie viel Leben hat der Butcher? 7, glaube ich. Oh, dann machen wir nicht darauf. Dann gehen wir auf die Ogre. D6. 3. Charge. Auf welche Uhr waren das denn? Ja, auf die Hippe. Charge, die Phoenix-Gardisten probieren den Charge. Eine 4 reicht gerade so. Der probiert den Charge. Eine 6. Der Phoenix braucht eine 3. Hat er gerade so. Mann, das sind ja Top-Würfel. Und die Spearmen probieren auch mal zu charge und gucken mal, ob ich überhaupt wohin komme. Nach 4 komme ich da nicht weit, da brauche ich gar nicht gucken. Ich stelle mal kurz die Modelle. Der Dragonlord greift wieder den Frostlord an. Und zwar sind das 5 Attacken auf die 3. Reroll durch Command Ability, jo. Und auf die 3. 3 Stück mit Rent minus 1. 4er, 1er Reroll. Jo, das ist einmal D3. 3. Also 2. Jo, dann 6 Attacken auf die 4.
Und auf die 3. Oh, das war nicht so gut. Eine nur. Ein Schaden, dann. Und 3 Attacken. Auf ein Leben noch. Auf die 4. Oh, das war der Wichtige. Auf die 2. Alle 3. Rent minus 2. 5er, 1er Reroll. D6 Schaden. Würfeln wir uns, damit wir auch fair sind. Wir haben 5. Gott sei Dank ist der eine Typi weg. Du darfst auch entscheiden. Ich greife mit dem Morphong, den ich irgendwie drücken kann. Hau um. 5 Leben noch. Klappt nicht. Auf die 4. Einer nur. Jo, und jetzt minus ein Wund schlechter. Durch Frostphönix. Ja, dann treffe ich ihn nicht. Okay. Aber Rioran kann ich dann auch nicht, weil ich mal 3 treffen würde. Aber kann ich nur Rioran. Triffst du ihn vorher? Ja. Dann nicht. Weil Reroll ist vor Modifikation. Dann die Schweinereiter. Auf die 5 dann. Auf die. Immer noch auf die 4. Jo. Nö. Dann mache ich als nächstes hier drüben weiter. Die White Lines. 2. 4, 6, 8, 10, 11. Auf die 3. Und auf die 3. Das sind 5 Stück mit Rent minus 1. 3 durch, ja? Tot. 1er Reroll, weil ich ja 2 einen habe. Mhm. Also die Ogre greifen die Phönixgardisten an. Auf die 4. 1er Reroll. Mhm. 1 auf Rio, weil die 2 eine haben. Jo. Und auf die 3, glaube ich. Jo. Nee, die nehme ich nicht. 5 Stück. Dann habe ich einen 4er. Jo. Alles safe. Alles safe, Entschuldigung. Ja. Die Phoenix-Garde greift an. Ein paar da drüber, ein paar darüber. Die jetzt auf die Mondfang-Peng, auf die 3. Oh, das war aber mega grottig. Nix Rio. Und auf die 3. 2 Stück. Mächtig. Auf wen war das? Schmächtig. Auf die Mondfang. Rent minus irgendwas. Dann ist einer durch. Jo. Und die anderen. Ich krieg sie ja kaum hier in die Hand. Auf die 3. Das ist ja wieder nicht so. Und auf die 3, so weil die 2 Zoll haben und 2 pro Typ. Der war drinne. Der ist weg. Der ist weg. Dann sind das 3, 6, 12 Stück ohne Rent auf die Ogre. Mach ich wieder 6, 6. Jo. Auf die 5. Das sind 4. Jo. Und das sind 5. 11. Ne, 9. 4 und 5 sind 9. Schule nicht aufgepasst. 3, 7. Da bist du am Weg. Jo, auf dem Phoenix? Ja. Weißt du die Werte oder soll ich kurz eine Checkpause machen? Ich brauche ich aber. Okay, bleiben wir drauf. Hisgard. Weiß Löwen leben noch. Nur wie lange? Auf die 3. Oh. Ein schlechter, ne? Okay, dürft nicht. Auf die 4. Nö. Läuft nicht. Dann machen wir den Kamin-Dragon. Kann man da nachpeilen? Was ist da rein, jo? Holst du nachpeilen? Hier hin. Und dann mit der 3 Zoll Waffe da drauf. Also der war vorhin an der Base hier, da kannst du nichts nachbeilen. Ja, aber die Base ist ja nicht mehr da und jetzt bin ich ja näher an der. Und das heißt, ich kann 3 Zoll in die Richtung peilen. Du stellst dich dir über Sachen aus. Der Mann hat den vorhin den Sachen nicht durchgepasst und jetzt passt er. Der ja, stand der. Ja auch hier dran. Okay, eigentlich. Der stand da dran. Dann machen wir es nicht, dann greifen wir auf den Mondfinger an. Dann sind das 6 Attacken.
4 plus. Drei plus. Das sind 4 Stück mit Rent minus 2. Haben wir noch einen 6er? 8 Schaden. Und 3 Attacken. Oh, der trifft. Oh, da hätte ich. Muss ich vielleicht nochmal kurz nachgucken, da habe ich einen Fehler gehabt. 3 plus. Reroll. Jo, 3 Stück. Und da muss ich, sag mal, auf die 3 plus kurz. Reroll. 3 Stück mit Rent minus 2. Immer noch ein 6er. Ich hoffe, der hat noch ein 3 plus. Muss ich mal gleich nachgucken. Wir haben nochmal 2 durch. 2d6. Dann 10. Ich greife mit dem Mond vom Pack an. Auf die 4. Auf die 3. 2 Stück. Rent minus 1. 5er. Entschuldigung, Rent minus 2. Boah, was ist los? Nein, der Rent minus 1. Aber 6 Schaden, ne? Ja. Habe ich noch einen 4er Retter? Gehen 3 Stück. Stell ich gleich. Merkst du dir einfach, ich weiß mal zuerst. Komm mal, ja, ich mach die weg. Und die Schweine. Bitte nicht so viel, ich brauch die noch. Nice. Eine. Kein Wert, ne? Vierer. Vierer. Das ist safe. Gut. Der Phönix greift das Vanatas an auf die 3. Und auf die 3. Das sind 4 Stück. Rent minus 1. 1. 2 Schaden. Ich krieg auch minus 1 Hit, ne? Mhm. Ja, gut, dass du mir das sagst. Ja, aber vorhin hast du es doch gesagt. Ja, ich muss mich an deine Fähigkeiten hier. 4 plus jetzt. 2 Stück. Und auf die 3 plus. 2 Stück. Rent minus 1. Dann nochmal 2 Damage. Dann bist du dran. Hast du nichts mehr? Nee, gar nichts mehr. Du kannst noch. Dann genau, der peilt mal rein. Der Draxier greift mit den ersten beiden Attacken auf die Frostseeplan und den Rest auf den einzelnen Ogre. Weil er geschafft hat, hat er 3 Attacken. 4 plus. Oh, stark. 3 plus. Der kleine Stab macht Rent minus 1. Auf die? Jo. Dann ist es durch. D3. 3. Und euer eingeben. Und die 6 Attacken. 4 plus. 3 plus. 2 Stück. Auf wen? Rent minus 1 auf die Frostsäbler. Auch noch. Rent minus 1, dann ist durch. Dann sind es 4 Schaden. Und 3 Attacken. 4 plus. Come on. Oh, nix. Ich hab nichts mehr. Gut, ich muss einen Battle Shock hier machen. Kein Held in der Nähe. 5 ja. Plus 2 verloren, geht der glaube ich auch noch, weil nee. Die 6 haben. Ja, sieht nicht gut aus. Na, da kannst du jetzt Doppelturn, Doppelschuss und dann sind wir weg, die Drachen. Ja. Dann deine Runde. 2. Okay, wir sind drauf. Heldenphase Runde 2, Beastclaw Raiders. Treue Fähigkeit. 5. Das heißt. Alle in 3 Zoll kriegen auf die. Ist es das? Ja. Auf die 6, 3 tödliche. Okay. D3 oder 3? D3. Okay, dann der Phönix. Nö. Die Phönixgarde. Aber ich weiß gar nicht, ob. Doch, alle Beast Raiders. Ob es reicht, Rent. Die Kippe. Jo. Nö. Und. Das war's, glaube ich. Das war's schon, ne? Ich hatte das noch nie, das ist. Das ist richtig komisch, ja. Das ist nicht gut, das muss man wirklich mal ehrlich sagen. dann kommen wir zum Heilen noch in der Heldenphase. Ich. Die Huskards, ja. Viel Spaß. Ja, ich muss aber den einen Huskard hochheilen, dass er wieder tödliche kriegt. Der Huskard heilt sich selber. Auf die? Immer. 2 plus immer noch, weil. 2 plus. Ja. D3, was? Ja. D3. Wie viel ist das? Einer, okay. Geht der auf? 4 Leben noch. Der andere heilt ihn wieder. Wie viel Leben hat er denn noch? Nur mal kurz sagen, wie viel da. Noch. 4. Okay, oben. Oh. Ja. 2. Okay, hat er wieder 6. Gut. Muss mich jetzt erstmal bewegen. Oder? Genau, Bewegungsphase. Wir haben noch in der Heldenphase gegessen. Der Butcher will fressen. Nö. Nach 4 klappt das nicht.
Ist immer so, wenn man zu spät macht, dann klappt das nicht. Genau, Fernkampf. Der schießt. Jo. Jo. Mussten die nicht auch Modelle mal weg? Das waren 6 vorhin, oder nicht? Ne, 3. 3 sind gestorben, aber ich guck mal, ob ich bekannt habe. Jo. Nein. Also ich mache die 2 Blutgeier auf ihn. Er schießt mit den Arten auf ihn und die anderen Sanatas schießen mit Arten auf ihn. Okay. Fange ich mit den Geiern an. Den musst du uns erzählen. Ich wähle den Frostphönix als meinen. Einen auf den Frostphönix? 1-1. Jo. Den auf die 5 plus. Ist durch. Und den auf die 4 plus. Der ist auch durch. Juhu! Der auf 10. Dann machen wir Uno. Okay. Dann er. Ja. 2 plus. Wie viel Schaden macht der noch? Nicht so viel. Jo. Der hat 6 verloren. Die 3 Mortal Wounds. 3. Hast du noch einen W20? Nee. Okay, dann muss ich kurz einen holen. 3 macht noch D6. Okay. Der macht auf die 2 plus, der andere von der Task. Ja, jo, auf den dann, ne? Okay. 3, geht er auf 6. Und der volle. Achso, ich habe den normalen Fährkampf, mache ich auch noch auf den hier, die Chapuno und Dings. Also, vergessen zu sagen. Ja, mach ruhig. Passt schon. Und er? Ja. Jo, der 6. macht 6 tödliche, damit ist. Ja, ist ein bisschen weiter. Jo. Der macht noch glatt 6, ne? Ja, der ist noch nicht. 5 plus. 4, aber er stirbt trotzdem. Das ist der Kamin Dragon Rack. Hat er keine 16? Ne, der hat glaube ich nur 14. Die Kampfmaschine, das ist der AMG. Charge Phase, die Ogre. Reicht nicht. Du hast auch noch einen Command Point. Ich nehme einen Command Point. Jo. Von ihm, ich habe noch einen. Noch einen habe ich noch. 8, jo, eine 8 sind dran. Von ihm? Jo. 5 reicht auch. Ja. Der Butcher. Volle Offensive. Mhm. Der Beast Riders, also das Thundertask Beast Riders charged. Mit einer 10 ist genau dran. Mit was fängst du an? Ich glaube, ich fange hier hinten drüben an. Hey, meine Phoenix-Garde. Na komm, überleg mal bitte. Nee, ich mach da hinten. Auf die 4, 1, 2, jo. Eins der Reroll, weil die gecharged sind. 6 Stück. Oh, bei. Komm, Junge. Ich sehe doch Glück. Ja. Mhm. 4 plus. 4 Schaden, ne? Ja. 4 plus. 2. Hauen 2 weg. Ey, wenn man vorstellt, das macht 12 Schaden und 2 kommen durch. Blub. Blub. So, die ersten beiden Attacken gehen auf ihn und die starke auf den Thundertas. Okay. Dann haben wir 5er, 4er darf ich nicht wiederholen. Jo, alle. Das läuft. Das läuft. Und auf die 3. 3 Stück mit Rent minus 1. Den verwundet nur was. Ne, auf den ist das. 5er. 3D3. Oh, 5 nur. Schade. Und auf die 5, 4er darf ich nicht wiederholen. Und auf die 3. Nö, da nix. Und die starke Attacke jetzt auf den anderen. Auf die 5. Reroll. Und auf die 3. Eine, Rent minus 2. Ist durch. D6. 5. Ein Leben noch. Ein Leben noch. Verdammt. Und dann bist du dran. Ich greife mir den Ogern hier an. Ah, meine weißen Löwen. Hör auf.
Auf die 4, 1er Reroll, hab keine 1. Doch, eine ist doch da. 2. 5. Hey. 6. Das war's für die weißen Öl. Hoffe ich doch. 4 plus? 4 Schaden, ne? Das ist einer noch am Leben. Dann greife ich mit dem Phönix an. Und zwar 8 Attacke, 3, 6, 7, 8. Auf die, ein schlechter, ne? Auf was? Da, aufs Wandertast. Ja. Auf die 5. Ich kippe einer. Oh. Nö. Und auf die, das ist auf die 3. Zwei Stück mit Red minus 1. Zwei Schaden. Und drei Attacken. Vier Attacken, Entschuldigung. Auf die 4. Auf die 3. Zwei Stück mit Red minus 1. Ein Schaden. Dann bist du dran. Die Mordfallen. Hey. Nee. Nix. Ja, die schweren Waffen gehen nicht immer gut. Nee. So gute Würfel haben. Die hast du ja sonst eigentlich immer. Ja, aber die GW-Würfel da nicht mal da habe ich gute Würfel. Zwei Stück. Nee. Zwei. Oder? Eine oder zwei? Eine glaube nur. Nee, zwei. Zwei? Wollten sein. Vierer? Vierer. Einer ist durch. Dann haut einer mal ab. Und zwar. Ey, hier drinnen. Und ich peile mal rein mit dem Drachen. Okay. Ein bisschen, aber. Der Drax hier greift mit dem Butcher mit einer Attacke 4 plus. Jo, 3 plus. Nö. Die 6 Attacken 4 plus. 3 plus. Eine. Red minus 1. Auf den Butcher. Auf den Butcher. Durch. 2 Schaden. Red minus 1 hätte ich gar keinen gehabt. Oh. Und das jetzt auf die Ogre. 4 plus, come on. 2 plus. 2 Stück mit Red minus 2. 2d6. Oh, 4 nur. Verdammt, ich nochmal. Schadenswürfe sind heute bei mir nicht gut. Bringt kein Glück. Sorry. Aber ich bin ja auch eher wie Rock angezogen mit Grün und allem. Jawohl. Patty, du bist. Der Butcher greift die Phoenix-Gardisten an. Auf die 4. Jawohl. Geil. Und ich greife mit dem weißen Löwen an. 3 plus. 3 plus. Eine mit minus 1. Ein Schaden da drüben. Tapfer, Junge! Jawohl! Fantastisch. Ich greife mit dem Huskard hier an. Jo. Minus 1 oder? Ja, auf Verwundung aber. Auf Verwundung minus 1? Nö. Alter, ein GW-Würfel, Alter. Willst du meine haben? Ich teile gerne mit dir. Nein, ich will meine haben. Jetzt mal. Der hat doch noch mehr wie eine Attacke. Stimmt. Der hat keine Lust mehr. Ja, der. Ey, guck mal an. Und auf. Nein. Jawohl, der ist tapfer. Ich peile mit den Gardisten rein. Die Phoenix-Gardisten greifen an. Auf die Ogre 3 plus. Und 3 plus. Das sind 6 Stück. Aber ohne Rain. Geht noch. Ja, weil die auch so ein gutes Safe haben. 5. Geht noch. 5 Stück. Jo. Was sind die weg? Wie beide weg? Ja. Und das auf die Mondfang. 3 plus. Hm, das war gut gewesen. Das war nicht schlecht. Und 3 plus. Auch nochmal 6. Junge, die schlagen sie aber heute. Klassik. 3, ne? 4 ist doch nicht durch, oder? Warum? Nee, 4 ist nicht durch. Also 3 noch. Ich greife hier mal. Ja. Mit Huskard. Immer noch minus 1. Nö, oder da was? Nicht. Dann Glückwunsch. Jawohl. Weil die charged sind, eigentlich 1 an Novio und Scheiße. Ja.
Eine. Moment. Minus nix. Minus zwei wollte er sagen. Nein, Vierer. Minus nix. Schild, Reball. Ist safe. Welches Schild denn? Der hat ein Schild hier. Ein Schild. Auf die drei. weil ich gecharged bin. Jo. Reball. Ich denke, das ist nur bei Verwundung 1er Reward. Mein Gott. Aber ich guck gleich nochmal. Jo. Vier Stück. Hat 11 verloren, also auf die 4. Zwei Stück, aber ich guck jetzt nochmal, ob die Reward 1 haben. Wenn nicht, muss ich nochmal 3 Würfel würfeln. Jo. 3 Ding. Lass doch 2 durch und einer ist nicht. Nein, ich hast du schon. Komm, mach neu. 3 neu. Mach 2. 2 sind durch. Dann hat Rent. Minus 1. Fünfer. Reroll. Beide durch. 3. Ist er auf 9. Den einen durfte ich nicht wiederholen, weil Reroll vor Modifikation. Ich hab noch einen. Du kannst noch du hast noch, einen. Du hast noch ihn, ja. Und ich hab noch. Ich hab nichts mehr, glaube ich. Nö. Ich glaube, ich habe nichts mehr. Gut. Da kriegst du aber wieder minus 1 Verwundung. Ja, auf die 4. Ich töte den aber jetzt nicht, ne? Ach, Quatsch. Doppelturn ist er weg. Auf die 5. 2 Stück. Grant? Nein. Vierer. Oh, durch. Eine. Schade. Ist er auf 10? Auf die 3. Jawohl. Hey. Und wieder minus 1, ne? Ja. Auf die 3 nochmal, auf die 4. 2 Stück. Oh, der wird so gut. Ja, minus 1. Fünfer. Oh. Die sind safe. Dann. Battle Shock. Ich muss auch Klappe machen. Der eine, der da, probiert aber Fleet. Nö. Der Fleet nicht. Da sind 3 gestorben, da sind noch 3, 6, 10, die müssen nicht machen. In die Wurf. In die Runde 3. Oh nö. Boss, du hast doch eh oder nicht? Nee, du hast angefangen. Ah, okay. Ich Doppelturn. Ja, Doppelturn kommt zu spät. Was möchtest du machen? Heldenphase. Es wird nochmal spannend, warte mal ab. Der Butcher möchte fressen. Jo. Auf ihn. Hey. Oh, der gute Mann. Ja. 7, geschafft. Ich probiere zu bannen. Nö. Nee, 3. 3. Drei tödliche. Ich mach den jetzt nicht kaputt, dann verliere ich wirklich das Spiel noch. Nee. 3 tödliche, hat er noch 11. Hopp. Der Huskar versucht sich zu heilen. Auf die. 4 plus was? Oder halt er immer? 2 plus immer noch. Nee, doch. Doch, für alle. Ja. D3. Eine. Und der Huskar versucht ihn zu heilen. Jo. Ja. Scheiße. Einen mehr gewesen. Gut. Der Drache geht trotzdem weg. Fernkampf. Erstmal bewegen. Wer soll sich denn bewegen? Fernkampf. Ich möchte den Blutgeier ein ihn. Jo. Und ein ihn. Jo. Ich mache erstmal ihn. Jo. Was ich nehme du? Den. Ach, ich muss ja alles ansagen. Ja, ich nehme ich den. Ich schieße erstmal hier hinten. Okay. Auf die Dings. Auf die 4. Nein. Ich nehme den Phönix. Ich mach's mal. Fernkampf. Die beiden Geier. Beide meine. Also, der ist weg. Und hier einer. Da habe ich gesagt, ich schieße mit denen auf die beiden auf den und den auf den. Hatte ich vorher abgeklärt mit Manu. Der eine Huskar, der sehr verschletzt ist. Auf die 4. Ja, eine tödliche. Was war das jetzt? Der Frostatem von ihm. Der darf doch nicht nur auf die 4, auf die 2 plus, oder nicht? Ja, ist aber... Wie viel? Eine tödliche. Eine tödliche. Okay. Na
Also auf 12, also hat noch 2 Leben. Und der andere auf die 2 plus. Ja. Oh, D3 töte ich, ja? Ne, D6 sind das. Immer noch? Bei 3, bei ihm war ja okay. Teilung. D6. 5. Ist er weg. Und ihn? Ja. 6 hat er verloren. 3 D-Demo, Protomo. 3. 4er. Ja. Auf 4. Gut. Charge. Versuch mit dem zu chargen. Mhm. 5. Ich habe einen Commando Point, aber 5 reicht. Nicht. Dann nehme ich einen Commando Point, hab ja eh. Mhm. Jo, bist dran. Dann gehe ich jetzt ganz weit nach hinten. Jo. Ups. Einmal abgeräumt. Boah, ja. Wenn ich aufrufe, ist ja nie die Schafkarte. das war Monopoly abräumen. Weißt du noch? Ja, stimmt. Ja, nur wenn der Würfel fallen gelassen wird. Das war's. Gut. Mit wem hast du angefangen? Die können nichts so. 4-1er Überall, glaube ich. 3-4 hinter. Jo. Auf die 4 und auf die 3. 2 Stück, Rent minus 1. 5er. 6 Schaden. Oh, willst du echt nochmal spannend machen jetzt? Ja, jetzt mal. Mal gucken. Auf die 4, eine. Ey, heute hast du super Würfel. 6, 8. Auf die 4. Naja. Ja, was von Superwürfeln erzählen. Auf die 3. 4 Stück. 4er. 4er. Ah, aber einer. Gehen da immer welche? Weg. Ich greife mir den Speerman an, bevor sie weg sind. Die Speermännchen greifen wir an. 4 plus. 1er Reroll. Und 4 plus. Das sind 5 Stück. 3. Jo, 3 Schaden. Einer tot sogar. Hey. 9. Genau. Dann bist du wieder dran. Dann greife ich hier das Sandertaskan. Mhm. Der Huskat, Entschuldigung. Wieder minus 1, ey. Das ist so. Erst aber jetzt gleich, ne? Ja. Jo. Rent. Dann habe ich einen 4er. Ist durch, Schaden? 1. 4er, safe. Safe. 10. Der kommt nachher, 10. Die 3. Jo. 3. 6. Dann greif. Die haben schon angegriffen, ne? Die haben schon angegriffen, haben nur 2 Schaden gemacht, ja. Dann haut der Drachen auf den Butcher. Mach das. Eine Attacke auf die 4 plus. Jo, 3 plus. Jo, Rent minus 1. Durch. D3. Oh, eine. Und 6 Attacken. 4 plus. 3 plus. 2 mit Red minus 1. 4 Schaden. Hat er noch einen. Und aber ich guck noch mal nicht, dass ich 3 Attacken. 4 plus. 3 plus. Jo, Red minus 2. Ja, D6. Ja, ich würfel. Eine, siehst du es? Ey, das gibt es nicht. Doch gleich. Immer bei D6 nur ein Schaden. Du bist dran, Willi. Da hinten kannst du ruppen, Speerträger. Kannst du wegfrühstücken. Champion ist leider tot, habe ich falsch aufgestellt vorhin. Einer nicht. Jo, das ist direkt die Schwerträger. Jo, 5 Stück. Lieber Himmel, 5 Stück. Ich guck mal verzweifelt nach einer Fähigkeit, ob die irgendwas überholen können wie in den Schildern. Ich glaube 1er Reroll, muss ich gleich nochmal gucken. Rent hast du nicht, ne? 4 1er Reroll. Ich habe sogar wirklich 2 Einsen. Guck aber gleich noch nach. Das wäre einer auf jeden Fall durch. Ich gucke mal kurz nach. Ja, ich habe kurz mal nachgeguckt. Die Schilder haben wirklich 1er Reroll im Nahkampf und im Fernkampf sogar 1 und 2 Reroll. Somit ist einer durch und 2 Schaden
Somit sterben zwei. Duplo-Portali oder was ist das? Dann greift der Phönix an. Phönix greift an. 6 Attacken, 4 plus nur noch. 3 plus. 2 Stück, Welt minus 1. 5er ist safe, der ist durch. 2 Charme. Und 4 Attacken, 4 plus. 3 plus. 1. Welt minus 1. Safe. Safe. Wie viel hat er eigentlich? 8, ne? Okay. Also ja, hat er 4 Leben, ne? Ja. Okay. Dann darfst du noch. Ich hab hier nicht schon. Dann die Phönix noch. Ich peile kurz nach. Die Phönix gerade ist ein 3 plus. Oh, das ist mega schlecht. 3 plus. 3 Stück mehr. 3 bitte. Noch einer. Moment. Mm-mm. Dann ist der safe und diese beiden gehen durch. Mhm. Lebt er immer noch? Nein, einer ist. Oh, Gott sei Dank. So, haben wir noch was? Bei mir kann jemand. Ich hoffe ja, dass ich in Miami, weil ich in Florida City wohnen wir. Ja, und ich hoffe, dass wir. Hier fliegt keiner. Und wir machen kurz mal Real Talk. Heldenphase, Grand Alliance Order. Der probiert ein Flammen des Phönix auf die. Kannst du da eigentlich noch bannen, Petty? Auf die 7. Oh Mann, das kam kein Martin. Beste Zauber über die Uhr, der. Hand des Ruhms auf die 5. Eine 6. Die dürfen Fail, Hit und Wound Walls. So, dann kommen wir schon zur Bewegung. Fernkampf, Drachenfeuer auf den Thanatos Beast Riders. D3 tödliche. 3. Der. Jo. Alle angeschlagen hier. Charge. Der Drake hier probiert zu chargen. Eine 6. Oh, kommt nur hier auf den. Das macht ja nichts. Ich fange aber mit den Spearmans an. Und zwar auf die 4. Zwei nicht. Und auf die 4. Fünf Stück. Jo. Nicht so gut gewürfelt. Du warst alles rüber, das ist. Mhm. Trotzdem 4 durch. Jo. Reroll habe ich von ihm hier. Ja, ich wollte schon sagen, du hast es. Du bist dran. Bevor er tot ist, hau ich auf den. Jo. Alle. Auf die 5 dann. Eine. Auf wen ist das? Auf den. Fünfer. Ist durch. Ein Schaden. Machst du auf 10? Jo. Und die 4 Attacken. Auf die 3. Und auf die. Hat 8. Wie viel nehmen wir davon? 8. Auf die 5 dann. Einer. Immer noch auf den Drake, ne? Ja. Ist durch. 2. Jo. Du bist. Dann peile ich mit dem rein. Der Drax hier ist reingepeilt. Er schlägt alles auf dem, weil er höhere Reichweiten hat. Und zwar 3 Attacken auf die. Er hat nur noch 8 Leben, oder? Das wird auch noch schlechter. Ja, aber das erste nicht. Auf die 5? Keine. Dann machen wir erstmal die starken Attacken. Auf die 5? Eine. Auf die 3? Nö. Das war sogar auf die, nee, war auf die 3. Und das andere muss ich mal gucken, wie viele Attacken er nur noch hat. Und die letzte auf die 5. Auf die 3. Nö, nichts für Schaden gemacht. Nice. Du bist. Hier hinten. Nö. Drei Stück. Vierer. Vierer. Zwei weg. Geht der Trommler weg. Und der hier. Du bist. Der Phönix. Das sind. Wieso wird er nicht schlechter? Doch, der muss ja schlechter. Ich muss mal kurz nachgucken, der ist ja auch ein bisschen schlechter. Nee. Oh. Der Phönix auf die 4. Minus 1 wird dran. Hab ich schon. Oh, keiner. Und auf die 4. Nö. Nice, danke. Bitte. Ich greife da hinten. Gute Würfel gerade. Auf die 4, auf die 3.
Eine. Vierer. Ist durch. Zwei Schaden. Bist du dran? Die Phönixgardisten greifen an. 3 plus. Und 3 plus. Dann sind das 3, 6, 9 Stück. I went, oder? Ne. Auf die 4. Komm. 2, 5 Stück, ein Leben noch. Echt jetzt? Mhm. Oh. Der hat auch voll ein Leben gehabt. Gibt's ja nicht. Er lebt noch, er lebt noch. Barry, deiner? Darf auch noch mit hier angreifen. Ja, mach ruhig. Sechs Attacken. Auf die 4. Auf die 4 nochmal, auf die 5 dann. Eine. Ist durch. Hat er nur einen 5er? Mhm, Mario. Und... auf die 3. Auf die 4 nochmal, dann die 5. Zwei Stück. Das gibt's ja nicht. Rand? Minus 1. Beide durch. Oh, 6. Hat nur ein Leben, ne? Ja. Das hat nicht so viel gebracht. Ich habe mehr Schaden gemacht. Das gibt's gar nicht. Dann in die Runde 4. Komm, wir aufs Anfang. Ja, ich brauche nicht würfeln. Ja. Dann mach. Ich muss auch Baby machen, ey. Jo. Nein. Muss nicht, passiert nichts. Dann Runde 4, Beastclaw Raiders. Jo. Hab ich drauf. Mhm. Treue Fähigkeit, 1. Safe Wurf von 1 wiederholen. Jo. Des Weiteren versucht er ihn zu heilen. Mhm. Ja, D3. Eine. Und er versucht auch nochmal ihn zu heilen. Ja, D3. Schade. Bewegungsphase. Jo. Er geht 8 Zoll zurück. Der kann sich nicht bewegen, die kann sich auch nicht bewegen. Gut. Ich mache beide Geier auf ihn. Jo, ich mache beide auf ihn. Typen. Der schießt auf ihn. Ja. Und die beiden schießen auf ihn. Ja. Die beiden Geier. 1-1. Hallo, der ist, hat einen. Wie viel sind das? Einen auf die 4 plus. Nö. Ist der tot. Ist tot, ja, der ist tot. Dann schießt. Die Harpunen und der hat alles. Ja, alles ist ja normal. Der hier schießt. Nein. Gott sei Dank war es nicht der. Mhm. Und er schießt. Mhm. Ja. Auf. Der macht noch T6. 5. 5-4. In 2, also auf 6. Jetzt nochmal der normale Schuss. Jo. Auf die 4. Nein. Und der andere Schuss. Nein. Gut. Ich greife als erstes hier hinten. Jo. Boah, tot ist. Hm. 10 gegen 1. Schaffst du. Klar. 10. Auf die 4. Oh. Ja. Auf die 3. Einer. Rent? Das ist safe. Du bist dran. Nee, die Schweine reiten. Schweine noch. Jo. 2. Vierer. Vierer. Einer ist weg. Jo. Ich greife den Speerträger an. 6. Champion 7. 4 plus.
4 plus. Ja, 5 Stück. Weißt du, was du vergessen hast? Tapfer! Du hättest sie hier nicht heilen können. Immer. Hab ich eigentlich. Hast du immer? Nee, nicht immer, aber ich hab einen, eben hab ich's gemacht. Ja, ich greif dann da, sonst bleibt ja nichts anderes übrig. Husqvarna, wo ist er? Auf die 3. Ja. Auf die 4 nochmal, auf die 5 dann. Eine. Kein Wind, ne? Vierer noch. Durch. Vierer. Safe. Auf die 3. Auf die 4 nochmal. Zwei Stück, also 5. Zwei Stück Quenten ist 1. Fünfer. Vierer. Safe. Und zerrundbar der Mann. Dann greifen wir mal die Phönix-Gardisten an. Bei dem Phönix muss ich jetzt mal gucken. Das habt ihr um 10 an. 11. Ne, um 11. Gardisten 3 plus. Überhaupt noch lebt, das wundert mich. Na, die haben ja keinen Rand. Ja, ist egal. Ein Vierer ist auch nicht so, was du gut gewesen. Nö, 3 plus, das stimmt. Oh, das war nicht so gut. 6 Stück, ich glaube, das geht die ganze Zeit nur. 6 Stück, 6 Stück, 6 Stück. Jo. So. 3 Leben. Ja, da hat er nur 1, oder? Ja. Ich würde schon sagen, 2 wieder dazu bekommen. Ja, schnell einen Trank gezüffelt, dass er geheilt hat. Dann der Phönix. Der Phönix greift an. Hälfte Leben, deswegen nur noch 5 Attacken. Auf die 4. Er trifft einfach nicht. Auf die 3. Nö, das gibt's doch nicht. Und auf die 4. Und auf die 3. 3 Stück mit Wind minus 1. 5er. 3 Schaden. Hat er noch einen. Das gibt's doch nicht. Runde 4. Grand Alliance Order. Hand des Ruhms. Klappt. Wieder auf die Speerträger. Schade. Der Wille war da. Dann kommen wir zur Bewegungsphase. Die Speerträger haben sich hier vorpositioniert. Der Lawmaster hat mit einem Command Point Run 6 hier runter. 13er Move hat er gehabt. Und die Phoenix-Hardisten haben sich da, damit sie gleich in der Runde 5 das Ding einnehmen. Hoffen wir mal. Dann greifen wir mal mit dem Phoenix an. Das ist ein Gigantenduell hier. Auf die 4. Auf die 3. 2 Stück mit Rent minus 1. Brauchst du nur noch ein Leben. 5er. Tot. 2 Schaden. Oh, da ist der Geier abgefallen. Verdammt. Und dann kommen wir zur Runde 5. In die Wurf. Oh. Petty, aber jetzt ne? Du, fast ne? Eine 6. Nee, ich. Ich darf. Hui. Dann machen wir es schnell. Hand des Ruhms. Wieder auf die Speerträger. Jo. Dann kommen wir wieder zur Bewegung. Charge-Phase. Der Phönix probiert den Charge. Aber ich steam hier. 11. Oh. Dann bitte da einmal hin. Die Speerträger probieren auch den Charge. 12. Somit sind alle 6 da vorne drin im Missionsziel. Und ich greife. Also, sie sind alle da hinten, ne, Bettina? Nicht da vorne. Ich stehe immer kurz. Der Phönix greift den den Phanatas Husqvarna an. Und zwar 6 Attacken, 4 plus dann. 3 plus. Eine. Wend minus 1. Safe, stark. Und 4 plus. 3 plus. Eine. Na, das hat sich ja wieder gelohnt. Safe. Safe, stark. Aber es geht doch hier eh um Lebenspunkte. Ja, du hast doch eh schon gewonnen. Brauchen wir nicht weiterspielen. Wieso, du kannst so. Nein, mach doch mal weiter. Du hast hier noch volle Leben. Ich habe nur 2. Nee, ich hab 8 Leben da. Ja, ich habe 2. Ja, du kannst aber noch chargen. Ich habe Truf so verloren. Lass doch noch den Kampf zu Ende machen und dann passt das doch. Auf die Speerträger. Auf die 3. Auf die 5. Keiner.
Keiner. Doch, ein. Nee, keiner. Kein. Dann haben wir. Sind das nur 6 Speerträger? Ja. 4 plus. 4er darf ich nicht rerollen. 4 plus. Der geht auch nicht. 3 Stück. 4 plus. 2. Kein Rent. Ist einer durch. Kein Schaden. Ach so, weil das jetzt in meine Runde ist, ne? Das meinst du. Ach so, ja, gut. Im Battletome steht, also im Battleplan steht drin, hat man am Ende des Rundes alle 4 Ziele. Gewinnt man das Spiel sofort. Somit ist Paddy seine 5. Runde leider zu Ende, weil ich habe da mit den 2 guten Charge das Punkt, den Punkt noch eingenommen und somit habe ich alle 4 Ziele. Good game. War trotzdem spannend. Ich sag mal, wenn du die Indie bekommen hast, würde es ganz anders aussehen wieder mal. Komm jetzt gleich zu. Okay. Ja, das Spiel ist zu Ende. Am Ende kann man wirklich wieder von Glück sagen. Bei uns ist immer wichtig, wer gewinnt die Runde 2. Das stimmt. Wer gewinnt da die Indie, dann geht es richtig Vollgas. Diesmal habe ich die Indie gewonnen. Ich habe in letzter Zeit die wichtigen Indies gar nicht mehr gewonnen. Das stimmt, Paddy gewinnt gerade nicht die wichtigen Indies, sonst würde das Spiel auch wieder komplett anders aussehen mit 3 Thundertas, die dann... Volle Breitseite, immer 6 tödliche. Dann steht bei dir in der 2. Runde nichts mehr und ich laufe einfach nach vorne. Genau. Aber wie gesagt... So ist das Spiel, es ist halt immer noch ein Würfelspiel, muss man ja wirklich sagen. Und du hast auch manchmal richtig gut gesaved. Die ganzen Ogre-Damage, die immer 2 Schaden machen, sind vielleicht höchstens 1-2 durchgekommen. Das stimmt. Die Phoenix-Kadeste, die sind schon 10, muss man wirklich sagen. Und der Phoenix, den habe ich ja noch schwach gespielt heute. Ich habe den auch nicht mal mit 3 Zaubern, dass der ein 2 plus Safe oder sowas hat. Dann habe ich ihn gar nicht gespielt. Brauchst du auch gerade bei mir nicht. Und ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und wir sehen uns im neuen Jahr. Im neuen Jahr zu einem neuen Report. Tschüss. Ciao.